Als nächster Redner hat Volker Ulrich von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir debattieren heute zwei Anträge zur Neuregelung des Paragraphen 103 Strafgesetzbuch. Und ich möchte vorausschicken, dass wir nicht den Fehler tun sollten, ein Einzelfallgesetz zu debattieren, sondern es geht um die Regelung von Straftaten gegen ausländische Staaten. Und vorausgeschickt sei auch, dass bei der Frage von Meinungs- und Pressefreiheit eines festgestellt wird. Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Sie ist schlichtweg konstituierend für eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft. Sie ist sehr weitgehend und diejenigen, die im öffentlichen Leben stehen, müssen viel ertragen. Aber die Meinungsfreiheit ist auch nicht grenzen- und schrankenlos, sondern sie findet ihre Grenzen im Recht und in der Würde des anderen. Es ist ein Grundrecht in der Abwägung und kein solches ohne Grenzen. Über den Paragraphen 103 Strafgesetzbuch lässt sich sehr trefflich streiten. Wenn man sich die Debatte der letzten Wochen so ansieht, ist erstaunlich, wer sich alles zu 103 Strafgesetzbuch geäußert hat und wer dessen sofortige Streichung verlangte. Teilweise erweckt der Eindruck, dass manche die Vorschrift sofort streichen wollte, ohne überhaupt zu wissen, dass sie jemals existiert hat. Offenbar plant auch Justizminister Maas, den Paragraphen 103 sofort abzuschaffen. Aber wenn es ein solches Bedürfnis gäbe, jetzt sofort zu handeln, warum hat er es dann nicht vorher getan? Warum jetzt erst einzelfallbezogen? Meine Damen und Herren, von einem Parlament wird nicht erwartet, und das sollte nicht unser Leitbild sein, zu schnell und zu hektisch zu handeln und Gesetzgebungsverfahren am derzeitigen Erregungsgrad sozialer Medien festzumachen. Gesetzgebung braucht klare Orientierung, Nachdenken, Verlässlichkeit und Sorgfalt. Wir brauchen eine ernstzunehmende Verantwortung und keine Schnellschüsse. Das gilt insbesondere für das Strafrecht. Der Strafanspruch des Staates ist die einschneidendste Form, wie der Verfassungsstaat seinen Bürgern gegenübertritt. Das Strafrecht ist das schärfste Schwert des Staates. Und deswegen hat der Gesetzgeber besondere Sorgfaltspflichten, wenn er über strafrechtliche Normen debattiert. Und diese Sorgfaltspflichten, meine Damen und Herren, lassen die Anträge der Grünen und der Linken stark vermissen. Man könnte den Eindruck gewinnen, es geht ihnen gar nicht um Strafgesetzgebung, sondern darum, auf der Welle der ansonsten berechtigten Kritik gegen Erdogan zu surfen und damit taktische Handel zu produzieren und keine sorgfältige Gesetzgebung. Das ist mit uns nicht zu machen. Sie sprechen zunächst vom Majestätsbeleidigungsparagraphen. Der Begriff des Majestätsbeleidigungsparagraphen hat in letzter Zeit vornehmlich die Boulevardpresse gebraucht. Das mag zur Vereinfachung eines Sachverhaltes zutreffend sein. Er ist aber fehl am Platz, wenn es um konkrete Rechtsfragen geht. Und ich sage Ihnen, unsere Fraktion ist nicht bereit, im Strafrecht eine Boulevardisierung der Begriffe und der Politik zu akzeptieren. Wir arbeiten hier sorgfältig. Die Majestätsbeleidigung ist zunächst einmal die Beleidigung des eigenen Staatsoberhauptes, sofern er ein Monarch ist. Aber der Paragraph 103 Strafgesetzbuch schützt gar nicht in erster Linie die Ehre. Geschützt werden die auswärtigen Beziehungen des Bundes, die Integrität von auswärtigen Delegationen, Diplomaten, also der Respekt zwischen den Völkern und das Funktionieren des Völkerrechts. Das ist das Schutzgut. Das bitte ich Sie zur Kenntnis zu nehmen. Und der 103 Strafgesetzbuch steht nicht allein. Er ist eingebettet in ein System von weiteren Normen, beispielsweise auch der Schutz
von ausländischen Flaggen und Hoheitszeichen. Wenn man den Paragraphen 103 Strafgesetzbuch isoliert streichen würde, hätte man folgendes Ergebnis. Wenn Sie einen auswärtigen Diplomaten oder einen Regierungschef eines anderen Landes anspucken und Sie treffen sein Gesicht, werden Sie nach Ihrer Rechtsart weniger hart bestraft, als wenn Sie die Flagge treffen, die am Auto angebracht ist. Das ist doch ein Wertungswiderspruch, der nicht sein kann. Deswegen sollte man die gesamten Paragraphen lesen, den Paragraphen lesen, der davor sich befindet und der sich danach befindet. Das lernt man im ersten Semester Strafrecht. Und nun zum Antrag der Linken. Kern Ihres Antrags ist die Streichung der Verunglimpfung des Bundespräsidenten. Aus unserer Sicht muss die Verunglimpfung des Bundespräsidenten bleiben. Nicht deswegen, weil der Bundespräsident als Person mehr Ehrenschutz verdient hätte als ein normaler Staatsbürger. Da befindet sich auch der erste Bürger dieses Landes auf der gleichen Ebene. Aber wir schützen, indem wir den Bundespräsidenten schützen, auch unser eigenes Verfassungssystem. Wir schützen den Respekt vor dem gewählten Staatsoberhaupt und die Selbstachtung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Daran werden wir nichts ändern. Trotzdem werden wir die Straftaten gegen ausländische Staaten einer konkreten, aber auch einer verantwortlichen und klug abgewendeten Reform zuführen. Wir müssen darüber diskutieren, ob die Strafrahmen zueinander passen. Ob es sein kann, dass die Strafrahmen bei den Beleidigungsdelikten höher sind oder tiefer sind als im Bereich 102, 103, 104a Strafgesetzbuch. Wir müssen darüber reden, ob wir die Verfolgungsermächtigung durch die Bundesregierung beibehalten, die übrigens auch ihre Entsprechung hat in der Strafantragsbefugnis, wenn jeder Einzelne beleidigt wird. Wir müssen darüber reden, ob sie beibehalten wird oder ob wir sagen, es ist Aufgabe des Rechtsstaats und der unabhängigen Gerichte nachzuprüfen, ob eine Beleidigung vorlag oder nicht. Wir müssen uns überlegen, wie wir Hoheitszeichen und Flaggen von ausländischen Delegationen schützen, wenn sie sich in offizieller Mission in Deutschland befinden und auch den Respekt dieses Landes verdient haben. Das sind Fragen, in denen wir uns in Ruhe Zeit nehmen sollten, sie zu lösen und anzusprechen. Nur kurzfristig zu sagen, es gibt eine gewisse Empörung in diesem Lande und darauf ändern wir das Strafgesetzbuch, das ist etwas, was unsorgfältig ist und wo die Menschen zu Recht sagen, das ist doch ein kurzfristiges Handeln der Politik, gegen das wenden wir uns zu Recht. Ja, wir sind auch empört darüber, dass in vielen Teilen der Welt Presse- und Meinungsfreiheit nicht in diesem Maße gewährleistet wird, wie sie gewährleistet werden müsste. Wir sind empört darüber, dass auch ausländische Politiker von diesem Rechtsstaat Gebrauch machen in Deutschland und diesen Rechtsstaat in Anspruch nehmen dürfen, obwohl sie ihn selbst in ihrem eigenen Lande nicht im gleichen Maße gewährleisten. Auch das muss man sagen. Aber Kollege, das lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Ja, Herr Kollege, ich höre Ihnen ja mit großem Interesse zu und frage mich, mit wem Sie das alles abgestimmt haben. Ich lese hier Ihnen mal nur einen kleinen Satz vor der Kanzlerin am 15.04.2016. Da steht abschließend dieser bekannten Rede, die ja immer wieder gesendet worden ist, steht, wir werden deshalb einen Gesetzentwurf zu seiner Aufhebung, gemeint ist Paragraph 103, vorlegen. Wir werden vorlegen. Die Frage ist doch geklärt, oder sollen wir der Kanzlerin nicht mehr glauben? Herr Kollege Ströberle, in diesem Lande werden die Gesetze durch das Parlament gemacht, nicht durch die Bundesregierung. Und ja, das sollten Sie wissen. Und deswegen kann die Bundesregierung gerne einen Vorschlag machen. Wir werden in Ruhe debattieren, wir werden eine Anhörung darüber machen. Wir werden aber nicht dem süßen Gift erlegen,
ein Einzelfallgesetz zu machen, das verfassungswidrig wäre und das nur einer temporären, Empörung entsprechen würde. Wir haben die Verpflichtung in diesem Hohen Hause, gerade im Bereich des Strafrechts, sehr besonnen, klug und verlässlich zu agieren. Das werden wir machen und wir werden diese Aufgabe wahrnehmen, aber nicht, indem wir heute einen untauglichen und inhaltlich nicht abgestimmten und auch nicht sehr guten Vorschlag Ihnen zustimmen. Herzlichen Dank. Als nächster Redner hat Harald Petzold von der Fraktion Die Linke das Wort.